Ist wieder euer Nico aus Zuckerdick. Heute möchte ich ein Tutorial über Friedhof zu Clash Royale machen. So, also viele denken jetzt wahrscheinlich, Friedhof, Alter, das ist so scheiße. Das ist eine schlechte legendäre Karte. Falsch. Die ist eigentlich ganz gut. Jetzt muss ich schnell schauen. Ihr seid natürlich herzlich willkommen in unserem Clan. Der bekannte YouTuber Twimax hat zwei Accounts hier dran und der dritte Account ist aber nicht da. Also gut, schauen wir mal hier schnell her. Passt. Turniere. Dann würde ich sagen, kämpfen wir mal ein Turnier. Ich habe jetzt den Friedhof drin. Jetzt schaut mal, ist er hier? Gut. Wenn ich ihn hier jetzt und ein Kobold, was dazu? Na gut, easy zu blocken ist es halt. Schaut Leute, der Turm ist weg. Tower ist weg. Weil Friedhof so gut ist. Ja, glaubt ihr mir jetzt? Boah, wie setzt der das? Lock ich ihn auch so. Ein Gollum. Oder Golem, wie manche sagen. Heißt aber eigentlich Gollum. Gollum heißt das. Und die Megalacke ist sehr cool. Dann würde ich sagen, hier Friedhof. Mache ich wieder das gleiche wie zuvor. Alles was jetzt blocke ich mit einem Prinzen ab. Also ich finde, ich von mir selbst aus den da bin ich ganz okay. Natürlich ist er besser, aber schlecht ist er nicht. Der vorhin gesehen, wenn er nicht gerade geblockt wird, macht er einen Tower. Den Skelett, na, mich schaut. Guck mal nicht. Oh. Oder der hier, der macht 500 Schaden. Also. Gut, aber ich bin jetzt nicht da, um Kobold fast zu erkennen, sondern Friedhofzauber. Oh. Schon wieder. Und vom Kobold, was ihr gut verkackt. Ich bin schlecht in Turnieren. Ich gewinne nie in Turniere. Ich habe noch nie ein Turnier gewonnen. Ich bedanke mich, dass ich wieder mal verloren habe. Denken, dass ich mich freue. Ui, aber eine Chest. Cool. Gold. Und hier ist eine Legendary. Jetzt nehmen wir noch einen Teil. Und Friedhofsdorf ist natürlich wieder mal dabei. Da der sehr gut ist. Meiner Meinung nach. Ihr müsst es jetzt nicht so gut finden. Also ist es eigentlich fast mein Lieblings-Legendary. Ich habe hier auch keine andere. Loch. Warum bleibt bloß weg? Oh, jetzt hat er noch. Das ist schlecht. Jetzt könnte sie noch Schaden machen. Oh. Aber die zwei Schaden, was das jetzt gemacht hat, hat sie ja gar nicht mehr gelohnt. Schaut mal, die machen alle schon so lange Turniere und ich habe noch fast die welches gemacht.
Tornado, wer hat denn eigentlich Tornado schon? Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr von Tornado halt. Ich verdiene jetzt eigentlich dermaßen. Jetzt kann ich mir auch sagen, aber ich sitze natürlich im Friedhof, aber nach rechts da. Dieser hat noch weniger Schaden braucht. Und so geht halt eher noch größere Wahrscheinlichkeit, dass ich in einen Tag herkrieg. Die Wahrscheinlichkeit war nicht mehr da. Kleine Funky. Komm bloß nicht an meinen Tower. Ich mag kein Funky. Ich bin voll der Funky-Gegner einfach. Da wird meine Hass-Legendary. Die würde ich nicht ins Deck tun. Nee, oder? Ich habe mein erstes Turnier gewonnen. Geil. Und wenn man hier? Na, gewöhnlich. Schade. Richtig Geld. Richtig Gold. Oh, nee. Die können es manchmal ganz gut sogar. Ja, fast wie ein Totendeck. Stupid. Einmal so, dann ist dieser linke Tower normalerweise weg. Oh, jetzt legt er was hier gut. Das ist sicher nicht weg. War eigentlich so klar. So klar eigentlich, dass er das jetzt blocken muss. Hat mir fast eine Freude gemacht. Ich glaube, er blockt den rechten. Ist der dumm? Ich verstehe schon nicht, dass ich hier eine Legendary ziehe. Das ist schon cool. Das ist schon episch, dass ich habe nochmal nur Pech. Mehr hab ich gar nicht. Was anderes als Pech kenne ich gar nicht, den Clash Royale. Schaut. Schon wieder. Das verkacke ich. Hey, warte mal, ich verkacke gar nicht. Hä? Das wäre ja sehr cool. Ach so, klar. Eigentlich. Ja, mal. Probieren wir es nochmal. Gabriel. Jetzt mal erst den. Dann das. Und dann Prinz. Diese Kombo ist OP. Wisst ihr warum? Da jetzt noch ein Kobold, was dazu kommt. Und wieder unser Hauptthema heute. Der
Sauber. Ich bin nochmal in Friedhof genommen, meine erste Legendary. Ich heute mein ganzes Leben gezogen. Ich bin nochmal schon ausgegangen, genau, passt. Der hat jetzt da kein Elixier mehr und blockt es nicht. Denn mit was? Ohne Elixier kann er nicht blocken. Dafür hat er hier gerade eine gute Kombo eigentlich gelegt. Ein Tower ist von mir dann. Oder wird er auch schon ein Tower? Da wird er schon zwei. Wenn er jetzt nichts macht. Er hat zwei Towers. Daumen nach oben und Dankeschön, dass ich verloren habe. Das ist normal. Was ist das für eine Arena? Immer noch eine Acht. Ja, ich verkack doch hier wieder. Ich setze jetzt einfach. Setze ich das und er blockt. Wenn ich so mache dann. Das sollte eigentlich verwirrt sein, aber das ist er nicht. Das ist mein Problem. Denn ich schaffe es nicht. Ich bin zu schlecht für das. Verkacke immer. Wenn ich jetzt hier sitze. Und dazu dann ein Kobold was. Wird's geblockt. War so klar, Schott. Na gut, das will ich jetzt aber auch gar nicht machen. Und jetzt will ich hier das sitzen. Eigentlich habe ich Friedhof ja eigentlich Level 2, aber in Turnier gibt es nur legendäre auf Level 1. Gegen den Tower muss irgendwann mal kaputt gehen. Das kommt dann nicht aus. Hat er das jetzt gesappt? Alter, wie dumm ist der? Meine Fresse ist schon irgend sowas jetzt. Genau, und dann noch sowas. Das ist so klar gewesen. Aber jetzt muss ich den Tag kriegen. Komm, ich muss ihn kriegen. Ich muss. Oh, komm schon. Ich hasse Magier so hart. Ich hasse Magier einfach. Ich weiß nicht, was ich gegen den habe, aber. Der regt mich das jetzt so auf. Missgeburt da. Ich krieg den in Tor. Nein, der hat dich ja gesplittert, ja. Jetzt sehe ich das hier. Das erste hier nicht. Oh. Jetzt der Magier plus das. Sind der eigentlich noch ganz dicht? Nimmer wahrscheinlich. Der ist nicht mehr dicht. Ey, du musst doch mitbedenken, dass das hier meine Seite eigentlich ist. Ich darf du doch keine Gebäude setzen, wenn ich dir nicht gestatte. Das ist mir so Spaß nach Friedhof, ich verkack doch hier. War eh klar, weil. Laberhund ist saumächtig. Aber ich krieg wenigstens einen Preis. Was ist das hier? Na, gewöhnlich. Ich erliebe noch meine Trophäen. Schaut, hier seht ihr jetzt mal. Dings, wie ist das nochmal? Skelettenarmee Level. Na. Friedhof Zauber Level 2.
ziemlich legendär. Und dann sind die Skelette hier, Level 10, macht leicht einen Tower. Schaut. Ein Tower. Oh, jetzt blockt es dieses Big Skind. Der hat nämlich kein Hobby aus dem Blocken. Wusstet ihr das? Der setzt immer alles auf eine Seite und konzentriert sich nicht, was ich setze. Nicht so schlecht von dem. Aber es ist ja auch ein Blödi, sieht man ja. Dann schon am Namen. Ich möchte nicht das Bilder Blödi heißen. Sie mich ja schämen. Episch ist wahrscheinlich eins. Was ist das hier jetzt? Wir machen ja gerade den hier. Dann habe ich mir jetzt gedacht, setze ich den. Aber das hat es überhaupt nicht gebracht, weil ich jetzt. Der war so ein Verkack. Weil ich nicht auf die Verteidigung schaue. Aber ich könnte jetzt theoretisch noch eins machen und dann sehen wir es aber, dass ich hier gewinne. Jetzt mache ich Verteidigung. Schaut Leute, der ist auch hier gut, wenn hier jetzt Truppen wären. Das ist eigentlich international. Oder intereinsetzbar, wie auch immer das Englisch real heißen würde. Doppelte Skelette, wie macht den Tower, macht den Tower, macht den Tower. Nicht. War ja eigentlich auch wieder mal klar. Oh, 36 macht ein Prinz, echt? Das wusste ich ja gar nicht. Da es wieder hier rumgeht, setze ich das. Wie viel der immer produziert? Also ich bin stolz auf diese Legendary. So, ist zwar meine erste, und aber sie ist sau gut. 20.000 wird auf Level 3 kosten, aber das ist mir egal. 5 ist zwar ein bisschen teuer, Skelett. Ja, das ist 5 Felder da. Ist jetzt aber da 10 Sekunden lang an. Jetzt denke ich in der letzten Super Magical Chest auf, dass ich neue Karten kriege. Ja, aber die tut's auch. So Leute, das war's mit dem Video. Ich möchte mich verabschieden. Bitte abonniert mich, falls noch nicht Abonnenten. Ja. Lasst mir ein Like da und ich würde freuen, wenn ihr mal weiter meine Videos schaut. Bis zum nächsten Video. Das war's. Euer Nico aus Kanal Zocker HD. Ciao.